So, liebe Leute, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Game Mix. Wir spielen wieder eine Runde Unturned und mit wir meine ich nicht nur mich, sondern auch den Basti. Guten Der ist Abend. auch wieder da und wir haben uns gefunden, der steht vor mir. Ich bin relativ froh, dass du mich nicht weggeknüppelt hast, denn der TS ist eben gededost worden. Ich weiß nicht, was Ja, das soll. und ich dachte auf einmal, what the fuck, wer steht da im Raum drin? Ja. Ja, Ich habe nämlich auch nur noch 19% Leben. Also ja. mir geht's relativ schlecht. Wie kriegen wir mich denn jetzt wieder hoch? Warte mal, ich habe hier Also. Stoff. Kann ich damit irgendwas machen? Du kannst damit, also wenn du mehrere Stoff hast, ich weiß nicht, wie viele es sein müssen, drei oder vielleicht reichen auch schon zwei, kannst du dir eigentlich Verband machen. Ich gebe dir jetzt aber auf jeden Fall schon mal von mir einfach einen Verband und Vitamine. Und Antibiotics ist eigentlich das Wichtigste, das liegt jetzt alles hier. Die drei Dinger musst du mal nehmen, dann. Vitamine, Antibiotika und Rex. So, ich muss jetzt als nächstes was Wie hast du trinken. die Rex gemacht oder hast du die gefunden? Die habe ich gefunden auf dem Airfield. Je nachdem finden wir jetzt noch ein, zwei andere Sachen dafür. Dir dürfte es jetzt Jawohl, wieder die bald wieder gut gehen. Antibiotika, die hauen schon mal rein. Okay. Also wer Unturned nicht kennt, das ist immer noch Free-to-Play, ein ja, DayZ-ähnliches Klötzchen-Spiel mit Crafting, Survival und so weiter. Ja. Davon hatten wir schon eine Folge rausgebracht. Genau. Hallo! Oh, ein Zombie. Ja, und die fand ich am Anfang ziemlich witzig, vor allem auch, wie viel Blut da immer spritzt. Ja, die sind nach wie vor witzig, aber man muss halt eine gute Waffe dafür haben. Ich habe hier Oh nochmal zwei ja. Knarren hingelegt gehabt, weil, naja, ich habe nicht so richtig viel Munition dafür gefunden, deswegen habe ich die, brauche ich die nicht. Weil ich weiß nicht genau, welche Munition für welchen Waffentyp da sind. Auf jeden Fall, das, was da liegt, passt alles nicht zusammen. Und wir können gerne mal auf das Airfield gehen, um einfach zu gucken, ob wir da noch was finden, eventuell. Weil ich habe jetzt nicht alles abgesucht. Hast du denn eine Ahnung, wie das mit Craften ist? Also es gibt ein Crafting-Menü unten in der Mitte und dann kannst du im Prinzip von links kannst du nach rechts reinziehen ein paar Sachen. Ach so, ja, weil zum Beispiel mit Stoff geht es jetzt nicht. Da muss ich dann auch ein Tool für auswählen, oder was? Boah, da bin ich mir gerade echt nicht sicher. Boah. Kann sein, dass man dafür auch ein Tool für braucht. Also ich glaube aber für, wenn du Stoff hast, glaube ich nicht. Aber ich kann mich auch täuschen. Dann lass uns mal Ja, vielleicht zumindest. finden wir das auch raus. Ja. Dann lass uns mal Wir hier sind auf. übrigens gerade am Belfast Airport, sorry. Genau. Wir sind relativ weit oben. Auf meiner Karte kann man das auch ganz gut sehen, wo wir hier sind. Und hier liegt noch eine Adrenalinspritze. Hier liegt zweimal Clove. Damit könnte man das Moment, wo ist denn eventuell. hier? Ach, da bist du. Hier hinten. Hier liegen ein paar Military Bullets. Die habe ich allerdings eben weggeschmissen. Purification Tablets. Ich glaube, das ist auch nicht so mega schlecht. Moment, die Military Bullets. Ich habe eine Outfield. Chambered in Bonjour Munition. Ich habe ein Problem. Ich habe nichts mehr zu trinken. Gar nichts. Und, Ich auch nicht. ja. Und das ist das größte Problem eigentlich. Das heißt, ich weiß nicht, ob wir hier was finden werden. Ich bezweifle es stark. Aber wenn nicht, Dann lass müssen uns doch nach wir. Montague gehen. Ja, sollen wir direkt in die Stadt gehen am besten? Ja, würde ich sagen. Okay. Rein da. Dann, Moment, wie war das? Hattest du die Rex gefunden oder hattest du die gemacht? nee, die habe ich gefunden hier. Die liegen Ah, hier in okay. diesen. Das sind ja extra hier so Dingens, so Medic-Zelte. Medic-Zelte, genau. Und mit Duct Tape zum Beispiel kann man auch super viel machen, habe ich mal gelesen. Aber da, ja, will ich mich jetzt auch nicht. Man sollte mal Klebeband dabei haben. Genau. So. Und ja, bei mir ist jetzt schon so, dass ich halt recht viel Durst habe. Bei mir steht jetzt Durst haben auf 100%. Oh, shit. Ja, es kann gut gehen. Allerdings geht davon stetig die Ausdauer schlechter hoch und runter. Das heißt, man muss auf jeden Fall darauf aufpassen. Und ja, dann gehen wir mal zu der nächsten City. Ich weiß nicht genau, mal, dass wir uns immer orientieren. Also Montague ist einfach nur den Weg hier lang. Ist nur den Weg. Okay. Ich glaube, das ist sogar der kürzeste Weg. Ja, Also, weil dann gibt's wer noch, fällt ein, bringt da nicht mal also es gibt noch Charlottetown, das ist da drunter noch was. die City. Und hinten gibt es noch, was ist das denn da? Summerside Peninsula. Ich glaube, das ist auch eine City. Hinten, Summerside Peninsula, da gibt es sogar so einen Wachturm und sowas. Da müssen wir Okay, mal. das war ganz am Arsch der Welt. Ja, das ist hier im Prinzip rüber. Man kann auch schwimmen. Man kann auch schwimmen. Wir könnten jetzt im Prinzip auch rüberjumpen. Ja, stimmt, Aber. ich habe keine. Weil da hinten sieht man auch auf der Insel, wenn man. Lol.
ich bin gestorben. What? You dehydrated to death. Wenn du mein Zeug da hast... ja, wie ihr hört, ist der Server gerade irgendwie, der Teamspeak-Server gerade unter Attack oder so. Auf jeden Fall ist da gerade nicht gut mit Kirschen essen. Ich höre den Chris nämlich ganz schön schlecht, aber ja. Wir tun jetzt einfach so, als wäre das eine Militärsituation, als würden wir uns hier in einer echten Krisensituation befinden. Ich weiß auf jeden Fall jetzt, wo ich bin. Wenn das da hinten die eine Zunge von der Insel ist. Das war ein winzig kleiner Cut. Ich bin jetzt weitergelaufen nach Montagu. Ich will nur mal Montabaur sagen, aber... Ja. Du bist neu gespawnt und schon fast wieder... du bist eigentlich an der Stelle neu gespawnt. Ich bin fast an der gleichen Stelle wieder gespawnt. Das ist Glück gewesen. Bin jetzt auf dem Weg auch zu dieser City. Hab mein ganzes Zeug wieder gefunden. Trinken. Ich brauche nämlich auch was zu trinken, unbedingt. Moment, du bist doch gerade neu gespawnt. Naja, aber das geht jetzt trotzdem wieder hoch. 12% habe ich jetzt schon wieder. What? Ja. Krass. Okay, da haben wir ein Bonjour-Kit gefunden. Das kann ich gut brauchen für meine Waffe. Ist aber nichts zu trinken, leider. Haben wir hier ein paar Pfeile. Trinken. Gibt es denn sowas wie irgendwie, weiß nicht, Brunnen oder so, dass man sagen kann, alles klar, fertig? Also, was es auf jeden Fall gibt, das weiß ich, ist eine Trinkflasche und die kann man dann immer im Wasser auffüllen. Das heißt hier auch rundherum an den Seen und so. Das gibt es und das ist mega praktisch. Wenn man die findet, hat man eigentlich im Lotto gewonnen, weil dann ist die größten Probleme sind dann gelöst. Weil Hunger ist meistens nicht so das Problem, man findet überall irgendwo einen Snack, findet man eigentlich überall. Aber bei Trinken ist es immer ein bisschen schwieriger. Ich hab Tatar gefunden, jawohl. Aus sowas hier könnte man eigentlich auch mal gut so einen Stream oder sowas machen. Eventuell. War das ja schon, man kann das schon, also wenn die Welt mal größer ist zumindest, weil momentan ist es noch recht klein. So, wo bist du denn jetzt gerade? Ich bin jetzt hier auch gerade in das Dorf reingekommen. Ich streife jetzt durch die Häuser. Hier ist ein Baseballschläger, falls du eine Nahkampfwaffe brauchst. Nee, danke, Nahkampf habe ich. Fernkampf habe ich auch. Hier liegt nämlich eine Pistole. Ich brauche super, ein Sweater. Ich brauche keinen Sweater, ich brauche zu trinken. Das fängt halt an wie bei DayZ früher. Man findet keine, da man keine Nahrung findet. Ah, da hinten bist du, ich sehe dich. Dann mal hier. Ah. Hast du auch einen Katana? Yep. Cool. Das war gerade in einem der Häuser drin. Das ist alles moldy. Ja, aber bei Trinken... Warum ist es moldy? Kommt halt ein bisschen darauf an, wie viel verseucht du generell schon bist. Aber das kann hier schon... Hier sind noch... Wo kommst du denn her? Hier sind noch Shotgun-Schilds. Ich finde das so geil, wenn die umfallen. Oh ja. Da steht auch noch ein intaktes Auto. Je nachdem könnten wir auch noch in eins der nächsten Dörfer fahren. Charlottetown oder so. Ja, würde ich sagen. Weil wenn hier nichts ist, bringt es auch nichts, weiter zu suchen. Shells. Ah, super. Super! Okay. Also Waffen finden wir genug. Travel Pack, was habe ich denn für ein Pack? Travel Pack hört sich aber groß an. Das hört sich groß an, ja. Ich nehme das mal gerade und guck mal gerade, was dabei steht. Large Tubular Bag Equip. Also wir sollten bald fahren, ich habe noch 8%. Oh, das war richtig groß, das Ding. Dann hier vorne ist ein Auto. Ja, ich komm, da fahren wir mal eine Runde. Wenn es denn voll getankt ist oder so. Oh. Es sieht nicht so aus. Ich find's ein bisschen blöd, wenn man Sachen benutzt, dass man dann nichts mehr in der Hand hat. Das Auto. Muss ich dem hier eine zimmern. Komm schon. Jawohl. Du kannst die Gegenstände auf deine Schnellleiste legen, ne? Welche Schnellleiste? Ja, du hast eine Schnellleiste. 1, 2, 3, 4. Und ach, da kannst du die Gegenstände drauflegen aus dem Inventar. Ja. Mit dem Auto da vorne können wir nicht fahren. Das hier ist mit wahrscheinlich auch. Ich auch nicht. Das ist zumindest angegangen. Fährt aber...
Also viel fährt zumindest. Lange wird es nicht fahren, glaube ich. Egal, Hauptsache es fährt. Jetzt müsste es jetzt ausgehen. Ich sehe überhaupt nichts. Ich sehe auch gar nichts. Es rollt auch nur noch. Sehr gut. Aber da steht noch ein Auto. Da steht direkt wieder ein Auto. Ja. Eventuell. Achso, ich weiß auch, wo wir sind. Das Auto, wo wir gerade gefahren sind, war, glaube ich, das, mit dem ich gekommen bin. Das hier müsste dann leer sein. Das ist leer. Wow. Leute, da willst du echt rein? Ja, warum nicht? Warum nicht? Sind ja so ein, zwei. Ich räume dich von hinten. Nein! Mein Plan, dich von hinten zu machen, ist nicht aufgegangen. Die haben sich ja vorumgedreht, die Schweine. Einfach immer rückwärts laufen. Oh, draufhauen. Vielleicht haben wir hier was. Am Strand, da hat man doch eine Sand... Was ist das denn für eine Sandburg? So, jetzt kann ich die Skills nämlich gut. Jetzt habe ich 130 Skillpunkte. Ach stimmt, das kriegt man ja auch noch. Die kann man nämlich jetzt schön in diese Punkte hier reinpacken. Das habe ich nämlich bei Survival und sowas viel, viel mehr reingepackt, damit ich nicht so schnell Durst kriege. Du weißt, ich habe Durst und wo sind wir hier? Am Wasser. Ja, da und kann das ich ist... nicht trinken. Ja, das ist... Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es vielleicht eine Funktion gibt, vielleicht in den Steuerungs... Aber eine extra Taste für Trinken wäre total bescheuert, ne? Ja, dann lass uns mal versuchen, noch zu Schadetown zu kommen, bevor du mir hier verreckst. Ansonsten nimm notfalls irgendwie eine, hast du was wie, weiß ich nicht, Vitamin oder so? Bringt das vielleicht auch was? Keine Ahnung. Guck mal, ob das was eventuell bringt. Soll ich dafür verschwenden? Ja, probier's. Also Vitamine machen mein Leben ein bisschen runter und mein Radiation. So, jetzt bin ich bei 100%. Du hast Candy Bar, Moldy Corn. Was haben wir sonst noch? Duct Tape. Wenn du bei 100% durch bist, dauert das nicht mehr. Ja, probieren wir das Adrenalin. Adrenalin, rein damit. Bom. Da vorne ist die City, da vorne ist die City. Geht schon runter. Ja, das Problem ist, du wirst gleich eventuell... 23, 22. Hier sind Beeren oder sowas. Red Berries. Ja, was will ich denn mit Beeren? Ich brauche was zu trinken. Komm lieber schnell her. 9, 8, 7, dass wir die Sachen noch haben. Ach, scheiß auf die Sachen. Wo bist du denn jetzt? Tot. You dehydrated to death. Nein. Wo liegst du denn jetzt? Irgendwo Richtung Wasser, aber auch da, wo die Bäumchen sind. Okay, also, ich gehe jetzt einfach mal in Richtung Charlottetown. Ich glaube, ich kann mit deinem Stuff zumindest erstmal nichts anfangen. Aber wenn wir den später wiederholen wollen, ist das kein Ding. Drücke ich jetzt lieber Home oder Respawn? Drück mal, also ich habe eben Respawn gedrückt. Home, glaube ich, kannst du erst richtig verwenden, wenn du schon mal einen hier Schlafsack aufgebaut hast. Dafür sind die Dinger. Ach stimmt, diese Sleeping Bags. Wo bin ich denn jetzt hier? Lol, ich bin am Airport. Geil. Okay, ich schau mal, ob ich hier was zu trinken finde in der Zeit. Alter, wieso sind die so schnell? Wo kommen die denn alle her? Haut ab. Oh, ach Mist. Gott. Wieso gibt's hier keinen Helikopter? Ja, das, also, das, was ich auch noch ein bisschen bemängel ist, die Karten sind trotz, also die Karte, die es momentan auch gibt, ist relativ klein. Man muss halt sagen, ich meine, das ist ein Free-to-Play-Titel, man kann fürs zwischendurch mal ein, zwei Stündchen hier reinschauen und so ein bisschen die Gegend erkunden, macht das schon Bock. Ich würde mir echt nur wünschen, dass es da halt noch mehr Karten gibt. Eventuell auch einfach ein Tool, womit Karten gebaut werden können, weil in dem, sag ich mal, Grafikstil wird das jetzt nicht, glaube ich, die größte Welt sein, da so ein bisschen random was zu machen. Aber wie gesagt, da kann ich auch eine größere Karte einfach ganz geil, damit es sich dann halt auch lohnt, mit mehr Leuten auf dem Server zu sein. Ja, das stimmt. Boah. Alter, was? Der Zombie läuft an mir vorbei. What the fuck? Der geht einfach an mir vorbei. Mit meinem Buttermesser weggemacht. Was ist denn hier ein Arbeitslicht? Wofür brauche ich das denn? Ja, oh lol, du hast ein... Lol, das ist richtig geil. Ist das ein Helm mit einer Lampe? Nee, das ist nur die dicke Lampe. Ach so, okay. Ich dachte gerade, weil, wenn du ein Helm... Nee, Moment. Wenn du die Lampe hast, kannst du die auf dem Helm packen, wenn du einen Helm findest. Das ist ultra praktisch, weil du dann eben in der Dunkelheit sehen kannst,
aber halt trotzdem halt normal eine Waffe equippen kannst. Das ist mega praktisch. Ja. Das wusste ich. Aber da habe ich ein Travel Pack gefunden. Ja, sehr gut. Und ein Hammer. Am Airport, oder was? Mhm. Cool. Hab ich eben... Oder das hat sich irgendwie resettet, als wir eben das mit dem Server neu gemacht haben. Was denn da? Oh, 12,5 Kilo kann ich jetzt tragen. Jawohl, rein damit, Gaskanister. So, und jetzt Alter. Will ich natürlich testen. Bitte, nein. Was denn? Ich hatte darauf gehofft, dass man dieses Flugzeug hier benutzen kann. Achso, nee, das kann man nicht, das hätte ich dir auch sagen können. So, ich bin gerade in einem Laden, wo es zumindest was zu essen gibt. Moldy Carrot, Gibt's auch noch. Nägel gefunden. Kann ich auch essen im Zweifelsfall. Kurz bevor ich drauf gehe. Moldy Orange Juice, ja, besser als nix. Was liegen die alle rum, ey? Vitamine, jawohl. Das ist eine Lampe? Mhm. Oh, eine Kantine. Oh, vielleicht kann man die an dem Wasser wieder auffüllen. Oh, das wäre super. Blowtorch. Also eine Can. Schweißbrenner gefunden. Old Empty Metal Can oder was? Nee, so eine Kantine, wäre so ein Flachmann. Ja, nee, das ist das. Geil, Mann. Das ist richtig OP, dass du das gefunden hast. Das ist richtig gut. Das sehen wir dann. Das war in den Hangars drin. Und hier war ich ja schon. Sehen aus wie Augen, anstatt wie Turbinen. So, mal eben was gegessen. Ich und mein Messer. Kent Ham, das könnte... Obwohl, so viel Hunger habe ich noch nicht. Warten wir mal ein bisschen. Den Orange Juice. Ist relativ schnell wieder hell geworden, muss ich sagen. Ja, die Nacht dauert nicht so ewig lange. Das ist gut. Ja, das ist sehr gut. Oh, ein Medikit. Nice. So, die Sachen hattest du eben weggeschmissen. Oh, da haben wir. Oh, den Matrosen. Weg. Da. Immer ins Gehirn. Was ist das denn hier? Keltrop. Geil, Mann. Ich habe einen Magic Cloak gefunden. Cool. Der Painkiller. Das ist jetzt so ein magischer Umhang oder was? Dann bin ich jetzt unsichtbar. Oh Leute, ich sehe gerade, ich bin ja nackt. Ja. Oh, schnell wegdrehen. Erstmal hier Dr. Kittel anziehen. Oh, herrlich. So. Sehe ich viel seriöser aus. Ich bin ein Doktor ohne Hose. Und ohne Schuhe. Stimmt, die Schuhe, die würden es machen. Oh, Moment. Moldy Bottled Water. Hm, ja. Ein Poncho habe ich hier gefunden. Vielleicht führte das eine auch zu dem anderen. Der hat sich die Schuhe angezogen. Moldy Tomato, ne. Der hat die Schuhe angezogen und weil die Hose nicht mehr über die Schuhe gepasst haben, hat er die Hose einfach ausgelassen. Ich frage mich jetzt gerade, ob man irgendwie mit den Purification Tablets, ob man das irgendwie craften kann, dass man sagen kann, pass auf, wir nehmen die Purification Tablets und packen die mit Wasser zusammen oder so. Aber ich weiß nicht, wie das geht. Kann man das, also das jetzt... Da fragst du den richtigen. Da muss ich mal gerade... Ja, das geht! Ich weiß so geil, wie lässig er mit dem Messer einen reinzwiebelt. Geil, jetzt habe ich, Molded Water habe ich Dingens Water gemacht. Dingens, Purificated Water. Durch die, das kann man beim Crafting-Menü dann machen. Nice, ey, jetzt kann der Durst erstmal kommen. Aber ich warte so, bis ich auf... Alol, wenn du stirbst, sind deine Skills zurückgesetzt. Ja, ist das so? Ich glaube schon. Hast du vorher schon ein bisschen eingesetzt oder was und siehst das jetzt? Ja. Okay. Boah, hab ich jetzt, weiß ich nicht genau. Nicht drauf geachtet. Das ist aber schade. Das ist aber schade. Ja, das ist wirklich. Ja, das ist auch, ja. Ja, ich sag mal so, dafür, es muss ja irgendwie Unforgiven sein, auf eine bestimmte Art und Weise. Sonst wäre es ja gar kein Survival mehr so. Ich finde das trotzdem so geil, wie lässig er mit seinem Buttermesser nach diesen Viechern da schwingt. Was
liegt denn da unten drunter? Was kann man sich irgendwie hinknien oder so? Ja. Womit? Das habe ich umgestellt, also du kannst dich hier sogar hinlegen. Ah ja, ich habe es gesehen, okay. Bandage, ja, das nehmen wir mit. Eine Polizeimütze. Sandbags, wofür braucht man die denn? Oh, hier ist eine Hose. Oh. Sich zu schützen wahrscheinlich oder so. Oh, Polizeiauto mit 16% Sprit. Das lasse ich erstmal stehen. Das könnten wir eventuell gleich noch benutzen. Sehe ich viel seriöser aus. Hello, I'm a serious doctor. So. Lol, what the fuck? Haut er mich einfach so, ey. Da haut der mich einfach. Food, da steht Food drauf, da ist hoffentlich auch Food drinne. Oh, Kent, das ist bestimmt super gut. Wie sorry, no space. What the fuck? Bin schon voll? Granola Bar, ja. Was ist das? Moldy Tomato. Moldy Milk. Ja, dass Milch nicht so lange hält, das kann ich mir gut vorstellen. So. Aber gegen den Hunger ist jetzt zumindest auch was getan. Aber hier liegt noch einiges Zeug rum. Ich weiß gar nicht, ob man diese Tabletten auch mit... ne, obwohl, das wäre total schwachsinnig. Mit Essen wird das wahrscheinlich nicht funktionieren. Einfach mal Essen in die Tabletten stecken. Ja. Jawohl, ist wieder gut. Ja. Ja, oder eher gesagt... Alter. Tabletten. Ja. Voll am Verrecken. Ich habe gerade mit einer... Mit so einer Bolt Lever Action habe ich gerade einen Zombie in den Kopf geschossen, ey, das ist ja super. Ja, das macht auch das Spaß, ne? Mir. Das macht Spaß, ja. Wie der dann platzt, ist schon geil. Wie er dann platzt, ist schon geil. Ja, vor allem, das Lustige ist ja eigentlich, ich meine, es spritzt ja eigentlich nur Blut. Wirklich brutal ist es ja nicht so wirklich. Ja. Trotzdem fühlt sich meine, irgendwie meine Gewaltneigung befriedigt. Ja. Sag mal hier, pass auf, wie ist das denn? Du hast eine Construction Light, ne? Mhm. Ich habe ein Construction Helmet gefunden. Kannst du den kombinieren. Ja, geilo. Ja. Guck mal, da ist ein Hirsch. What the fuck? Was? Oder ein Reh. Ja, kein Scheiß. Hier laufen Rehe rum? Ja, Frage ist, ob man die erschießen kann, weißt du? Jagen, so eine Art. Das läuft vor allem weg. Also soweit kann ich gar nicht ballern. Dem Ding hier. Das läuft relativ schnell weg. Ich werde mich da wahrscheinlich anschleichen müssen, aber da habe ich jetzt irgendwie gerade keinen Bock drauf. So, hier ist eine Gasstation. Damit kann man eventuell noch ein Auto auftanken, wenn wir denn einen Tank hätten. Ich habe einen. Ich habe hier auch einen gefunden gerade. Ich will das zumindest gerade mal probieren, ob das geht. Ah, sorry, no space, fick dich. Wie können wir das denn mal machen gerade? Aber das ist voll gut zu wissen, das heißt, es gibt Tiere. Ich habe gerade Bären gegessen, okay. Ich dachte, eventuell könnte es gefährlich sein. Oh, es war gefährlich. Ach Quatsch, rein damit. Scheiße, es war vergiftet. Ja. Schmeißt du einfach eine Tablette hinterher. Ja, genau, gar kein Problem. Da ist das Städtchen. Jetzt bin ich gleich wieder in Montague, oder wie das heißt. So, oder? Wo ist denn jetzt diese Gas-Can? Habe ich doch gerade aufgesammelt. Ach, da. Dann tun wir die mal gerade hier auf den Platz. So. Voll. Ach, die ist voll. Kann man die jetzt da entleeren? Welche Richtung war denn nochmal... wo bist denn du gerade überhaupt? Ich bin gerade in Charlottetown. Genau, und welche Richtung war das von? Eigentlich immer straight über den Hügel. Alles klar. Was? Wie über den Hügel? Also nicht über die Straße? Ja, wir sind ja eben diesen Weg gelaufen, einfach immer weiter geradeaus. Und dann kommt man eigentlich zu Charlottetown. Das ist im Prinzip, ich muss mal gerade gucken, einfach gegenüber von diesem Taylor Beach, wo du eben gestorben bist. Achso, ich kann auf die Karte leider nicht gucken, dann muss ich minimieren, dann hört er mit der Aufnahme auf. Achso. So, ich habe ein Auto, glaube ich, vollgetankt auf 100%. Lol, krass. Ja.
das hat funktioniert. Wir haben jetzt hier einen kleinen Cruiser. Alter, habe ich mich gerade erschrocken. What the fuck? Da lag einer am Boden, den habe ich nicht gesehen. Boah. Alter. Ich habe mich gerade mehr erschrocken, glaube ich, als du. Ui, ui, ui. So, hier ist... Ich tank das andere Auto einfach auch voll. Ne, dann... Was? Dann können wir rumcruisen. Ja, dann komme ich hier in Montagio abholen. Ja, Moment. Weil hier ist eine Gasstation, da braucht man im Prinzip nur hin und her laufen mit dem Gascan und dann kann man das immer wieder auffüllen. Und dann bringt man das zum Auto. Man kann das auch mit mehreren Gascans machen, ist das wahrscheinlich wesentlich effektiver, aber da habe ich jetzt natürlich nicht dran gedacht. So. Gucken wir nochmal gerade, ob hier was ist, dann komme ich rüber. Hier sind auch gar keine Zombies mehr. Ich gehe hier gerade mal auf den Steg, ich komme gleich sofort, aber dieser Steg, der mich interessiert, ob da hinten noch was liegt. Und danach drive ich mal zu dir rüber. Hey Zombie! Na? War ich denn hier schon? Wolltest du auch mal ziehen? Oh, hier war ich noch nicht. Oh, Coyote Pack. Was ist ein Coyote Pack denn? Ich hab einen Schuss gehört. Im Ernst? Ja, den habe ich gehört. Sehr gut, dann... Den hat man gehört, den Schuss, du. Ich habe sogar dreimal geschossen, aber jetzt habe ich auch keine Muni mehr. Ja, den hat man gehört, den Schuss. Ja. Was haben wir denn da? NATO Tracer, ja sicher. Hauptsache es gibt 3 Millionen verschiedene Munitionsarten. Ja, das ist ein bisschen schwierig, ja. Ich meine, bei den Waffen steht zwar meistens bei, aber... Ach, steht bei, was da für eine Munition... Okay, das habe ich gar nicht gesehen. Ich glaube schon, oder? Ja, also ich habe es nicht gesehen, aber... Chambered in Shells. Und wenn ich jetzt die Waffe auswähle und dann T drücke, dann steht da 0 von 4 Buckshots. Okay. Montague. Bist du denn noch da jetzt, wa? Ja. Krass, aber das war weit zu hören dann. So, aber ich glaube, ich... Also, ja, vielleicht, obwohl, vielleicht findest du noch ein, zwei Sachen, die ich jetzt hier nicht mitnehmen konnte. Ich hole dich da mal ab mit dem flitzigen Schnitter hier, den schnittigen Flitzer. Mich würde noch interessieren, was du gemacht hast, dass du wegen Teleportieren gekickt worden bist. Ja, das war eben, ja, am Anfang war das einmal, ich weiß auch nicht, was das war. Hier liegen 1000 Taschenlampen rum, so. Was haben wir denn hier alles Schönes? So, Driving Simulator 2014, ja. Extreme... Ich hör dein Auto. Jawohl, Mann. Das erste Kent die Cola Farbe ist Ultra Premium, pass auf, Freundchen, das ist richtig okay. Geil. Siehst du mich auch noch? Auch schon was? Nee, aber... Ich habe 2 und 2 zusammengezählt und bin auf 4 gekommen. Ach so, cool. Jetzt habe ich dich gehört. Gesehen. Scheiße. Bin ich hier denn richtig? Ja. Da bist du ja. Guten Tag, Vorsicht, Vorsicht. Das rollt noch, alles klar. So, dann? Ja, dann gib mal Stoff. Hit the road. Boah, ist das gemütlich hier, ey. Boah, das Armaturenbrett macht ja... Ja, ich find's auch extrem sehr minimalistisch gehalten. Ja. Wir haben auch keine Windschutzscheibe, das spart natürlich dann auch... eine Klimaanlage. Ja, genau. Außerdem kannst du auch keinen Crack in der Scheibe kriegen oder so. Ja, das ist echt gut, ne? Oh, was ist denn hier? Ist das denn Zeltplatz? Hier? Ein Zeltplatz ist da. Ich wollte eigentlich in die Stadt fahren, aber... Warte mal. So, rausgehüpft und dann zeigen wir den... Land... Oh, das sind aber ganz schön viele Landeier. Nicht mich totfahren. Bist du tot? Nein. Okay, wow. So. Ich dachte, da ist eine riesen Zombie-Masse, die machst du jetzt mal platt. Ja, und die sind hinterher gelaufen. Ich hab wieder einen reingekriegt, ey. Gibt's ja gar nicht. Healthy Vitamins to stop disease. So, pass auf, ich geb dir jetzt mal dein Hemdchen hier. Laut Hemdchen. Ja. So, hier, warte. Drop. Nee. Moment.
Nee, Moment, Drop. Da. Okay. Dann kannst du mal gucken, ob du das. Crafting. Genau, dann kannst du mal gucken, ob du die zusammenkriegst. Aber das dürfte eigentlich gehen. Construction Helm. Was ist das denn hier? Kott? Aber wie denn? Muss ich den equippen? Wie denn? Ach nee, Moment. Also mit Rechtsklick war das, ja, genau. Worklight und dann Craft. Sorry, unknown recipe. Brauch ich nicht erst das, genau. Hier ist eine Note. Du brauchst ein Recipe. Ich weiß es nicht genau, ehrlich gesagt. Ich hätte jetzt einfach nur gedacht, bam. Da. Das war nicht eine Spitzhacke. Torino Savage Space. Magazine. Da vorne in dem Zelt liegt eine Note. Ich weiß nicht, was das ist. Eine Notiz. Ja. Ja. So weit war ich dann auch. Ja, keine Ahnung. Kannst du dir lesen? Ich guck mal gerade eben. Vielleicht ist das ein Recipe oder so. Small paper for leaving a message. Aha. Small paper for leaving a message. Das stimmt. Ich glaube, du kannst da Nachrichten hinterlassen. Ja, Ich geh mal eben zum Wasser, um zu gucken, ob ich hier die Pulle voll machen kann. So, wo ist es denn? Da. Full refillable water bottle. Ja, dann saufen wir jetzt mal was, bis die wieder leer ist. Da bin ich ein bisschen neidisch drauf, ehrlich gesagt. Ich will was auch haben. Ich bin jetzt bei 70%. Soll ich mal? Ich glaube, ich mache das jetzt mal. Ich trinke mal meine Flasche. So, das dürfte was gebrauchen. Ja, die kann ich einfach am Wasser wieder voll machen. Ja, genau. Sehr gut. Also, das ist gut, dann können wir uns das jetzt teilen. Da haben wir zumindest keine Wasserprobleme mehr. Alles klar. Dann gibt es noch irgendwas anderes hier zu suchen? Oder haben wir noch irgendwas anderes da? Was ist das denn hier? Ach, das ist ein Messer. Das weiß ich nicht. Das ist ein Messer. Das ist ein Zombie. Und Hallo. Hier hinten... Was ist denn Gott? Also was ist Gott? Ja. Nee, aber was ist das hier? Was ist das? Bin mir nicht sicher. Ist das eine Verbindung? Sieht irgendwie aus wie so ein Technik... Gott. Oder Kotten? Nee, das sieht irgendwie wie eine Kabelverbindung oder so aus. Ja, ne? Ja. Ja gut, dann fahren wir weiter, würde ich sagen. Braucht man auf jeden Fall im Camp. Ja, warte mal. Brauch noch Munition für meinen, Ja, ist ja gut, ich komm. Kann man voll nerven. Alles klar. So! 88% ist der Sprit noch. Gar kein Problem. Premium. Gib Gummi. Boah, bam, Junge. So, hier links, glaube ich, ist die... Ja, hier links ist die City. Da habe ich aber noch ein paar Sachen liegen lassen. Da können wir nochmal reinfahren. Und danach eventuell bis zum Ende der Map. So. Das ist gut. Halt mal an. Top. Was ist denn los? Sehr gut. Den wir in der Stadt machen, das gibt es in der nächsten Folge. Wir sind nämlich schon wieder durch. Alles klar. Auch schade. Ciao. Also, haut rein. Tschüss.